Und ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödlicher Obsession mit mir von New Gameplays als Hobby. Und ja, wir sind hier in Kuvakiaku soweit fertig. Nehme ich zumindest mal an. Bis auf so ein paar Sachen wie den Monolith, den können wir noch nicht lesen. Da ist noch ein Schloss zu sehen. Das Dokument, da kommen wir nicht dran, weil da, weil wir die Schrotflinte erstmal brauchen. Hier brauchen wir erst einen Dietrich, hier brauchen wir die Schrotflinte. Was der Adler damit zu tun hat, weiß ich jetzt auch nicht. Hier brauchen wir noch Dings, auch ein Dietrich. Das heißt, eins. Ja gut, hier hinten gibt es bestimmt auch ein bisschen mehr eins zusammen, weil hier steht er jetzt gleich. Na? 48 von 54 Objekten gefunden. Natürlich ist in dem Grab bestimmt auch noch ein bisschen was zu finden. Wo wir aber, wie gesagt, ja noch nicht reinkommen. Wir dürften hier eigentlich hoffentlich auch alles hinbekommen und alles besitzen. Knarre ist ganz schön laut. ...85 Erfahrungspunkte, wow. Und 6 solche Federn, wow, das ist auch viel. So, dann können wir ja los. Auf zu Jonah. Warum ist es hier so dunkel? Die sind hier unten, haben sie gesagt. Wo unten? Ach so, hier... Wieso habe ich den Weg vorher nicht schon gefunden gehabt? Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Wo denn dort? Weg zur verborgenen Stadt, die Prüfung des Jaguars abschließen. Ich meine, es sind Holzsperre. Als ob man die nicht einfach kaputt brechen könnte mit einem schweren Stein oder sowas. Und dann könnte man hier wieder raus. Also das ist jetzt wiederum Blödsinn, dass die jetzt meinen, die könnten hier nicht mitkommen. Aber gut, okay. Wir arbeiten ja lieber allein hier. So, das ist der Rachen des Jaguars und da werden wir verschluckt. Hier haben wir nochmal dasselbe Gemälde wie weiter oben, was wir schon gefunden hatten. Nein, 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 nein. Okay. Ich hätte jetzt tot sein müssen, weil ich eigentlich erst auf den Stein aufgekommen bin, aber zum Glück bin ich es nicht. Okay, das Wasser ist relativ klar, das heißt... Na gut, so klar ist jetzt auch wieder nicht. Da geht's wohl weiter. Wir gucken uns erstmal hier die Wände an, ob wir hier irgendwo Erz finden. Oder generell irgendetwas. Also Schwimmen klappt irgendwie nicht ganz so gut. Ne, ich glaube, hier gibt es kein Erz oder so. Okay, wir schwimmen erstmal hoch. So, mehr ist hier unten wohl nicht zu finden. Schnappt man nochmal Luft, dass wir da am längsten wie möglich Luft haben. Und dann geht's weiter. Höhlentauchen. Oh, wo geht's denn hier hin? Sind es Hände? Das sind Hände. Bitte was? Hallo? Gehst du mal schneller vorwärts?
Hallo. Luft, ich brauche Luft, ich brauche Luft. Das war schon ganz anderes Luft von als sonst immer. Oha, guck dir mal meine Haare im Wasser an. Wie ein Ballon. Sieht eigentlich gar nicht so aus. Okay. So, hier sind wir hergekommen. Schauen wir erstmal ein bisschen nach, ob es hier nicht noch irgendetwas gibt. Außer eh zum Luft holen ist hier nichts. So, hier geht's wohl noch weiter abwärts. Keine Ahnung, ob es hier etwas zu finden gibt. Na toll. Okay, wie wäre es mit erstmal Luft holen? Da. Ja, ist ja gut. Andere Richtung. Oh Gott, das Schwimmen ist echt heftig. Oh, da ist ja nochmal so einer. Na super. Hol dein Messer raus, Clara. So, jetzt bin ich wieder verwirrt. Jetzt weiß ich nicht, wo es lang. Da. Ich glaube aber, mehr Gegner gibt es hier gar nicht. Das heißt, es dürften wir eigentlich ohne Probleme hier durch gucken können, ob es hier noch irgendetwas gibt. Da ist auf jeden Fall wieder Luft. Holen wir uns erstmal die Luft. Wer weiß, wie alt die Luft da oben ist. Ein Mülleimer. Noch ein Mülleimer. Den sieht man aber sehr schlimm, sehr schwierig. Okay, erstmal Luft holen. Und weiter nachschauen, ob hier noch irgendetwas zu finden ist. Wir wollen ja doch alles haben. Man ist ja nie zufrieden mit dem, was man hat. Na gut, okay, hier wird wohl scheinbar nichts mehr sein. Das heißt, dann nehmen wir uns jetzt doch wieder Luft hier. Da schauen wir erstmal hier rum. Hier ist wohl auch nichts. Okay. Ja, ja. Alles gut. Und ab hier raus. Hier haben wir noch einen Mülleimer. Hier in der Ecke haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Uns wird ja schon aus einer gewissen Entfernung eigentlich immer alles angezeigt. Hier steht schon wieder irgendwo jemand mit so einer Geige. Mach den da. Weg zur verborgenen Stadt. Die Prüfung der Spinne abschließen. Dazu müssen wir wohl dann da hoch, um die abzuschließen. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? No Empfang.
Da unten haben wir Gold, habe ich gerade gesehen. Brauchen wir natürlich, um wieder an Geld zu kommen, wenn wir beim Händler sind. Wenn wir da alles mögliche kaufen wollen. Unsere Kaufsucht befriedigen. So, sonst haben wir hier unten, glaube ich, nichts, oder? Da haben wir noch einen Mülleimer. Was die alles wegschmeißen. Fett und irgendwelche Ausdauerpflanzen. Keine Ahnung, kann mir da rein? Nö. Okay, das war's hier wohl. Zumindest im Wasser. So, anscheinend dürfte man hier springen können. Okay. Okay, da müssen wir wohl klettern. So hoch kommen wir wohl nicht. Bitte was? Kannst du ganz normal hochklettern, meine ich. Meine Lehrer, so. Okay. Bitte aber nicht rot. Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche nach oben zu kommen. Pilze. Was sind das für Geräusche? Für was kann man hier hin? Hier ist nichts. Ah doch, da kann man hoch. Ach so. Eine ganz andere Totenparty hier. Ja, der Ersatzwert von einem Mineral wird hauptsächlich unter Wasser in Erzadern gefunden, wird für Geschäfte mit Händlern verwendet. Okay. Soll jetzt nach hinten gucken, Ma'am. So, Zeit für ein Selfie. Nur mal so, einfach mal so aus Spaß. Ich mache den Teil auch dementsprechend etwas länger. So, machen wir noch einen schönen Rand rum oder sowas. Nee, das ist besser. Wunderbar. Bisschen hoch. Achso, XY. Sichtbarkeit an. Achso. Warum nicht? Gesicht. Hey! Ich bin so glücklich und er nicht. So, Wettbewerb, nächster. Ja, wunderbar, das können wir doch so lassen, oder? Was gibt's denn hier so? Ja, so kann man es auch lassen, oder? Sieht doch ganz gut aus. Anpassen. Achso. Ach komm. Scheiß drauf. So, dann, wie können wir PS Screenshot? Yay! Jetzt nerv ich allerdings, glaube ich. Machen wir mich mal ganz kurz weg. So. Keine Ahnung, wo das jetzt gespeichert wird. Bei Steam, wie es aussieht. Sehr schön, da haben wir noch ein schönes Foto.
Sind Sie sicher, dass Sie die Fotos noch beenden wollen? Ja, okay. Also wir machen dann 2 Minuten länger, ne? Ungefähr. Sehr schön. Haben wir nochmal einen schönen Foto mit dem Tod und los geht's. Erst so nach dem Motto, nein, ich will nicht fotografiert werden, hältst du die Augen zu. Und ich, ja doch. Da mal Mülleimer. Wo geht's hier hin? Hallo? Hier war doch gerade ein Käfer oder sowas. Eine Spinne. Krabbelt aber durch die Wand. So, da bin ich wieder hier zurück. Okay, nee, wir müssen hier lang. Okay, da müssen wir mal wohl hoch. Na dann wollen wir mal. 1, 2 und hier hüpf. Prüfung des Adlers. Oh. Ich würde mal sagen, hier sollten wir nicht abstürzen. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Uiuiui. Mein Kurs bleibt fest. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Ich würde auch lieber da unten langlaufen. Wir wissen, meine meisten Tote waren durch Kletteraktionen. Glaube ich jedenfalls. Habt ihr das Pfeifen gehört? Im Hintergrund war es so ein Pfeifen, das hat mich voll an Dings erinnert. Asterix erobert Rom. In der Höhle des Schreckens oder sowas. Hieß es so? Oh, hätten wir hochhüpfen können. Ein Lager, wie schön ist das denn? Ich liebe Lager in diesem Spiel. Zumindest wenn man auf der schwierigsten Schwierigkeitsgrad wie hier tödlich obsessen spielt. Am Ende dieser Prüfungen. Die verborgene Stadt hoffe ich, aber was noch? Wir werden sehen. Antworten. Ich erwarte Antworten zu finden. Der hat immer so lange Pausen, bis wieder redet. Muss man immer eine Weile warten, ob es das jetzt war oder nicht. Oh, guck mal, hier gibt es 0 von 4 Sammelobjekte. Beziehungsweise 4. Ich habe leider nichts hier angemagert. Ich hoffe, wir haben jetzt noch nichts übersehen. Hier haben wir doch was zum Sammeln. Holz. Das war's dann aber auch. Ja, das Pfeifen hat mich voll an Asterix erobert Rom. Wo die wilde Bestie in der Höhle haus. Und die da durch mussten. Oh, nochmal Holz und so ein Dübsche. Was haben wir hier hinten? Haben wir vielleicht ein Sammelobjekt hier hinten? Tatsächlich. 1 von 4, hey! Darstellen des Exodus der Maya. Als die Welt um sie herum zu bröckeln begann, entschieden sich die Menschen weiterzuziehen. Es drängte sie nach Süden, um zu verhindern, dass das ihnen anvertraute Artefakt ihren Feinden in die Hände fällt. Okay. Story abgeschlossen, Exodus. Oh, cool. Oh, und hier haben wir noch was. Sehr schön.
Damit haben wir doch schon mal 2 von 4. Ich hoffe natürlich trotzdem immer noch, dass wir nichts übersehen haben. Sie steht noch, nach Jahrhunderten Uiuiui. Voller Stürme und Erdbeben. Das ist heftig, ja, hier. Da hätte ich mal einen Spaß kriegen. Das ist wie das Ori bei Rise of the Tomb Raider. Ich werde es mal oben verlinken, falls ich dran denke. Da bin ich ja auch ein paar Mal gestorben. Zum Glück ist hier direkt ein Lager gewesen. Kletter doch weiter. Achso, ich muss eins runter, oder was? Ah. Eine weiße Markierung! Auf sehr schwer! Da muss ich doch nochmal eine Beschwerde an das Entwicklerteam schicken. Wobei diese Markierung zeigt nicht, wo es lang geht. Da kann man nur wieder zurück, so gesehen. Also es ist ja kein wichtiger Weg, sage ich jetzt mal. Na, willst du darüber? Gut, will man jetzt eigentlich nicht, aber... Soll ich da runter, ja? Spider-Man. Spider-Woman. Muskelkraft geht das nicht. Okay, dafür gibt's diese Mühle. Leider kann ich da nicht hochhüpfen, um das dann direkt hiermit zu verbinden. Nee. Okay. Wenn wir da drüben vielleicht hoffentlich lebend ankommen, ist der Teil zu Ende. Ansonsten, wenn ich tot bin, auch. Ihr seid doch so lebensmüde. Lieber noch einmal. Oh mein Gott. Meine Fresse, habe ich jetzt nochmal Glück gehabt, ey. Oh mein Gott, beinahe hätte ich wieder von vorne laufen müssen und klettern müssen. Ich wusste doch, wie gesagt, die weißen Tote habe ich hauptsächlich hier durchs Klettern im Spiel. Das weiß ich jetzt schon. Okay, wunderbar. Bevor wir hier jetzt weitermachen, das war es mit dem Teil von Shadow of the Tomb Raider. Mit einem Selfie, hey. Und ja, das Ganze auf Twitch Obsession. Deswegen hoffe ich, dass ich nirgendwo runterfalle, sonst darf ich alles wieder von vorne machen hier. Und das hier wird erst ja echt anstrengend. Wenn ich hier durchkommen will, leben, das dauert eine Weile, glaube ich. Naja, schauen wir mal, wie es wird. Ich bin von Nür, Gameplays als Hobby. Und lasst mir doch gerne einen Daumen oben da. Falls ihr neu bei mir seid, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Oder auch bei einem anderen Let's Play von mir.
Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube und auf meinem Kanal generell. Und ja, bis dahin. Viel Spaß. Tschüss.